Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2 hier auf Städte Dreieck. Heute sind wir für die Stadtverkehr AG unterwegs und ja, schön, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast und freut mich auf jeden Fall mit mir an Bord zu sein. Und ja, ich bin ganz gespannt, was nämlich da alles auf uns zukommt heute bei der schönen Fahrt im Regen. Naja, Schmuddelwetter wohl hin und her gesagt. Ja, wir heizen jetzt noch schnell den Bus ab. Ich habe noch 7 Minuten Verfrührung, also Zeit. Aber ich denke, die werden wir auch gleich mit einem Haps gelutscht haben, den Drops. Jawohl, da stehen wir auch schon. Ja, jetzt geht's wieder. Linie 24 vom Arzkin. Viertelpark zur Menschenrechte, ja. So. Auch da. Lass mal noch ein schöner Screenshot kriegen. Schnips. Tabar. Ja, meine Lieben. Ich bin froh, mal wieder ein bisschen mit dem Bus unterwegs zu sein. Glaubt man es, ich bin. Ja. Ein bisschen hin und her gerissen, ey. Das kann ich euch sagen. So, aber das werde ich euch gleich nämlich erzählen, weil ich nämlich einmal in der Woche noch was Besonderes vorhab, aber ich nicht weiß, wie ich das komplett machen soll, wenn mir da ein Programm am Streiken ist. So, aber erstmal fahren wir jetzt mal hier die unsere Runde. Gucken wir, dass die Fahrgäste auch heute mal ein bisschen pünktlich sind. Und dann schauen wir mal. Ja, es geht nämlich um das Fliegen, weil ich möchte einmal in der Woche ein bisschen wieder für die Airline unterwegs sein. Und da frage ich mich halt jetzt, wie wir das halt machen. Oder wie wir das halt machen möchten, weil es ja auch gerade die... auch gerade Zeit dafür. Ah ja, Markt, okay. Ja, ihr seid nicht das, wo ich hin will. Und weil ich hätte mal wieder ein bisschen Lust, vor allem dann das Problem mit dem Ground-System mal anzugehen. Also Ground-System meine ich quasi ganz speziell das GSX-Programm. Wenn du oder wenn jemand sich damit auskennen würde, könnt sich gerne mal mit dem Hashtag GSX gerne mal draufschreiben. In den Kommentaren, moin moin. Und dann könnt ihr mal uns mal zusammensetzen. Hallo. Gerade wenn es nämlich in der Richtung Airbus Family nämlich geht, ne? Was heißt Airbus Family? Aber in die Richtung. Jetzt haben wir Pech gehabt. Weil das ist so eigentlich mein nächster Punkt, an den ich hin möchte, also wir können fahren. Junge, fahr doch. Um das mal... Weil das Programm erkennt ja, das GSX-Programm erkennt automatisch, wenn du an einer Parkposition stehst, hey, pass auf, du kannst dahinter deine Mannequin oder alles, was du brauchst, kannst du dir quasi dahinstellen. Und es fährt dann quasi automatisch dann dahin. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Weil, was ich bis jetzt ja gesehen habe, nur, ja. Es ist halt ein bisschen selten. Dass ich halt das benutze. Ich habe es mal eingestellt, aber irgendwie hat mir dann das Programm gesagt, Entschuldigung, da ist irgendwas. Und ich finde es halt ein bisschen schade. Moin. Hey, hallo. What geht ab? So, Abfahrt. So einen Kollegen da grüßen. Ah, hat einen Feierabend. Sei es dir gegönnt. Ach, sag mal. Ja,
Und zum Glück haben wir heute mal wenigstens die richtige Liniennummer drin, ey. Was für eine tolle Sache. Oh ja, Pizza, 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 komm zu mir. So, machen wir hier mal den Warnblinker an. Könnte nämlich auch mal gleich einstellen. Ja, also wie gesagt, ich guck mal, wann ich das nächste Woche mache. Deswegen guckt auch auf jeden Fall bei mir im Discord mal bei dem Streamplan nach. Ja. Was da noch abgeht. Und vor allem, habe ich jetzt auch endlich meine neue Hardware für Assetto Corsa. Ja, das war habe ich der Preis, aber es gefällt mir auf jeden Fall. Es gefällt mir auf jeden Fall. Freunde, wenn ihr heute das Video auch guckt, am Samstag werden wir ein Livestream mit dem Johannes LP zusammen machen. Das heißt, wir stellen da das neue Premium Expansion vor. 12 Uhr startet der Stream. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr Bock und Laune habt. Oder wenn ihr auch schon das ganze Dach und Fach habt, sagt hey. Weil ich könnte auf jeden Fall noch ein paar Tipps bekommen. Wie gesagt, ich habe ja heute am 16.11. ein paar Shortcuts rausgebracht. Zum Beispiel, was das Grimme und was das Querneland betrifft. Was ja eigentlich ist ja auch eine geile Technik, also dass du zuerst wirklich die Dämme produzieren musst, also das Feld heizen musst, dann sag ich, hey. Und dann danach sag ich, okay, wir holen die Saatmaschine. Ja gut, Saatmaschine oder die Saatproduktion ist ja bei mir eigener hausintern, ne? Was hausintern, also du bist so lost, ey. Schieb doch am besten den Bus, ey. Fahr Taxi, lass den Bus stehen. Da kannst du auf jeden Fall Dünnschiss reden. Oh Mann, ey. Ja, so Leute. Das schneide ich auf jeden Fall nicht raus. Das bleibt so, wie es ist, ne? Weil, wie gesagt, das ist einfach eine Erfahrung wert. Naja. Ja, der Kollege fährt schon heim. Ach, der hat's gut, ey. Der hat sowas von gut. Hat schon Feierabend. Wir dürfen da noch ein bisschen Schicht im Schacht schieben. Aber was soll's? Wir machen doch gerne. OMSI 2 ist doch ein Klassiker. Ne? Ist doch ein Klassiker. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, gerne Daumen da lassen. Weil das ist nämlich das jetzt, was am wichtigsten ist. Für die zahlreichen neuen Abonnenten erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr mich da unterstützt. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank für euren Support. Auch an der Stelle. Und ja. Könnt auf jeden Fall drauf gespannt sein, dass es noch ein bisschen spannender wird. Da will keiner mit. Moin. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hm? Ja, Kollege, ja. Oh Gott, da fällt da der Fahrer. Ist auch gut. Oh. Ja, ich kann mal sagen, hier waren schon wieder welche unterwegs gewesen. Die haben schon wieder was geklaut hier. Eieiei. Ja, was steht denn heute noch so an? Also wenn ich nachher wieder live bin, hallo. Wir sind heute noch bei auf Haut Belleron unterwegs. Also ihr könnt mich gerne auf Twitch immer so täglich 10.30 Uhr unter der Woche antreffen. Und dort, wie gesagt, streame ich alles, nehme auch alles auf, schneide auch, dass ihr am nächsten Tag auf jeden Fall ein bisschen Videomaterial habt. Denn auch morgen
weiß ich nicht ganz, was ich mache. Weil es steht ja, die große Weizenernte ist ja dran und wie gesagt, eine komplette Folge daraus zu machen, ja. Aber auch noch ein bisschen Holz, die Holzfarm da weiter zu bewirtschaften, weil da sind wir nämlich auch bei LS, da die nächsten Stämme, sechs hat der zweite Haufen von den Zahnstocher zum Sägewerk zu bringen, weil wir bräuchten auf jeden Fall Material. Und dann heißt es nämlich auch für ETS, wir müssen unseren neuen Kühler abholen von Wertle. Denn ich habe nämlich einen neuen Kühler bestellt für die Firma. Der ist nämlich auch fertig. Habe ich nämlich auch die Woche gesponsert bekommen. Mit also gesponsert für eine schicke Lackierung. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und auf dem Discord habe ich schon die Bilder gepostet. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob wir auch Ende dieses Monats noch eine schöne Konvoifahrt machen können. Ne? Das wäre nämlich echt cool, wenn es klappen könnte. So würde ich mal jetzt sagen, das ist jetzt noch ein bisschen bergauf, ein bisschen ziehen muss, mein Freund. Ich bitte dich. Weil bevor ich nämlich dann die Fahrschule da oder mit dem Gliederzug da beginne, naja, wäre es halt schon noch ein bisschen witzig. So, der hält vor der Ampel, das ist klar. Aber ich habe auch gesagt, bei OMSI 2 werden wir jetzt ein bisschen erstmal auf Städtedreieck fahren. Das heißt, in Zukunft werde jetzt halt ich für die Stadt AG fahren, offscreen natürlich für die RSG. Ihr wisst, dass ich da fahren muss. Wollt ihr noch mit? Okay. Und allerdings möchte ich ja nicht immer mit dem Aachener Stadtbus hier rumtuckern, denn ich weiß, er ist einfach. Aber dementsprechend möchte ich ja auch ein paar andere Modelle fahren. Das ist so bei OMSI 2 der Stand der Dinge. Vor allem ist ja auch erstmal, habe ich die Busse, die hier im Depot sind, weil ansonsten wird es immer eintönig und dann habt ihr keinen Spaß, ich habe keinen Spaß. Deswegen muss ich auch dann mal ein bisschen nach den Updates gucken. So, für lauter Laber, jetzt natürlich wieder Rhabarber später. Morgen. Hallo. Was die LFM betrifft. Hallo. Hallo. Was die LFM betrifft, da muss ich ehrlich gesagt jetzt erstmal passen. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt das Moser-Lenkrad, die Wheelbase bekommen. Allerdings ist es auch so, ich brauche dafür noch eine Tischaufhängung, weil das mit dem Stativ, das ich hier habe, das wird so nicht funktionieren. Und dementsprechend, ich meine, ich kann ruhig mit dem G27 da weiterfahren, aber das ist mir leider ehrlich gesagt zu schade dafür. 15 Jahre auf dem Buckel und, das hat schon was, ne? Morgen. Hallo. Moin. So. Ah, wird auch schon wieder ein Kollege. Aber ich muss auch sagen, dass es eine schöne Strecke ist. Oh, mit F100 fahren, sicher. Dann tun wir das doch mal.
Momentan ist es halt so eingestellt, dass ich das die Pedale von dem GS27 benutzen kann, aber von dem Moser mir noch ein Kabel fehlt. Ne? Das ist das R45-Kabel von der Wheelbase zum Lenkrad. Mehr ist das nicht. Also wie gesagt, da werde ich mir schon was überlegen, aber falls das Geruckel, dürfte ich mal bin, noch zu entschuldigen, aber das ist normal bei OMSI. Wie gesagt, da ist schon das ein oder andere, was wir schon versucht und ja. Guck mal, der TNT hat es aber ganz schön einig hier. Ja. Willst du Bumm machen? Habe ich mir schon gedacht. Oh, und da fahren wir durch ein Taxi. Schlecht gemacht mit dem Spawnpunkt hier. Würdet ihr mit Kollision fahren, dann habt das einen Salat. Hoppala. Da steigt mal hinten ein Opa. Das war jetzt aber auch mein Fehler gewesen. Gut, ich denke mal, wir müssen jetzt weiter geradeaus fahren, ne? Pizza am Fahren, Flatsch. Wie gesagt, ich bin die Strecke noch nicht gefahren. Ich weiß, dass gleich wieder die Fahrgäste meckern, wenn es weiter so ruckelt. Auch wieder pünktlich, sehr schön. Ah, schöner Übergang. Moderne Treppe auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, da können wir einiges mal gucken. Vor allem, ich habe ja gesagt, dass ich noch den Rettungshubschrauber noch mit reinnehmen will. Das freut mich auf jeden Fall. Keiner, dann können wir rum. So. Und morgen wird auch schon die erste Folge von Sengoku Dynasty erscheinen. Survival Game. Und ja, ich hoffe, euch wird es gefallen. Würde mich auf jeden Fall mal gerne meine Rückmeldung da lassen. Platz der Helden, Stadt Mitte.
Guck mal, letztens sind wir ja von der anderen Seite gekommen. Jetzt fahren wir gerade mal hier. Oh, das ist ja schön. Das gefällt mir. Mal ein bisschen weiter raus. Wir wollen ja nicht, dass die Fahrgäste meckern. Moin. Und Abfahrt. Ach, das gefällt mir. Ja, diese morgendliche Umsee-Routine, die fehlt mir echt manchmal. Das heißt Routine, aber das täglich Fahren. Der Obis. Sie können von hier den Zug erreichen. Ach ja. Na, was ist lieber Ampel? Schalter mal um oder wollen wir nicht umschalten? Halt, das war der falsche. Lachestraße. Standhalterplatz. Hier ist die Hupe. Ich wollte dann so von vorspulen, ne? Sah mal. Na komm, die eine Minute Verfrühung, das ist ja okay. So. Aber wieder ganz schön viel Polizeipräsenz, muss ich sagen. Ja, schon der dritte. Das lässt mir doch zu wünschen übrig. Na, was ist los, liebe Ampel? Wollen wir heute noch fahren oder möchten wir heute nicht mehr umschalten? Da kommt schon der nächste Kollege. Welche Krise? So. Oh, der will direkt hier vorne hin. Oh, das passt ja.
Ein bisschen Verspätung drin. Lachenstraße. Kriegt man auch wieder rein. Jetzt weiß ich auch, warum das hier Knallgasstraße heißt, ne? Hei, hei, hei. Ja, es passt ja. Heftig, heftig heute Morgen. So, komm schon. Wir wollen fahren, nicht stehen. Stadthalterplatz. Klingt der irgendwie nach mir, oder? Okay, wir müssen dann rum. Okay, auch interessant. Habe ich so noch nicht erlebt, aber... Das wird spannend. Moin. Ach so, da geht's ja auch gar nicht mehr weiter, ne? Rosenhügel.
Das kann dauern jetzt. Habt ihr nicht Lust, dauernd durch jedes Schlagloch zu fahren? Aber die 24 gefällt mir echt, die Linie. Ach du liebe Güte. Moin. Jetzt steigt er schon ein, du faule Nudel, ey, Hammer. Hättest du auch schneller fahren können, oder? So, schön ausholen. Da will keiner mit. Die hat's in sich, die Gute. Die hat's in sich. So, jawohl. Ja, fährt der 24er. Abfahrt. Die Verfrühung war mal kurz, ne? Ja, die 24 ist nicht schlecht. Die gefällt mir richtig gut, ey. Hallo. Weiter geht's. Bin mal gespannt, wie die Auswertung dann ist.
So, hoppala. Guck mal, da haben wir es ja fast schon erreicht. Es ging aber schnell, ey. Eigentlich haben wir nicht schlecht heute Morgen, ey. Moin. Jawohl, machen wir doch. Geil, du fährst los und die Fahrradfahrer kriegen Vorfahrt. Das ist gut. Geile Aktion, ey. Verdient auf jeden Fall Anerkennung. Wir bieten alle Schokis auszustecken und wünschen ihnen einen schönen Aufenthalt im schönen Städtedreieck. Na? Ah, zum Glück ist immer hier ein Kaffeeautomat in der Nähe, wenn der Tankstelle da ist. Ja, wie kann man sich denn da so hinstellen, ey? Blue Service, ey. Ja. Ratz, ratz. Aber Hauptsache eine eine Gepäckanlage, ey. Na gut, Freunde. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir werden uns dann ja, zu den nächsten Tagen mal wieder hören. Und wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Lasst euch nicht ärgern. Bis später im Stream. Ciao, ciao.